Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute melde ich mich mal aus dem Homeoffice, denn ja, ich kann ja zurzeit nicht arbeiten und ich versuche halt, mich beschäftigt zu halten. Ich mache jeden Tag einen Vlog für euch und den muss ich jetzt schneiden, den von gestern, damit ihr ihn dann morgen sehen könnt. Sehr durcheinander. Gestern gedreht, heute geschnitten, morgen könnt ihr ihn sehen. Der Bernd ist zur Arbeit schon und der kommt heute Mittag zurück. Der hat heute Mittag frei und wir werden heute grillen im Garten. Wir werden unsere Blumen umtopfen und ja, einfach einen Familienalltag mit euch verbringen. Wir nehmen euch mit durch unseren Alltag und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Hier Würstchen rausholen, weil wir ja nachher grillen wollen. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir gar keine Würstchen mehr hier haben. Da muss ich den Bernd mal anrufen und sagen, der soll die von der Arbeit mitbringen. Die haben wir nämlich im Laden im Eisfach. Ich habe heute mal die andere Brille aufgesetzt. Da, wo alle immer sagen, die steht mir besser. Die habe ich jetzt so lange nicht aufgehabt. Und ich finde, die sieht fürchterlich aus, weil die so extrem hart aussieht. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde die andere Brille, die goldene, wesentlich besser mittlerweile. Meine Atze-Schröder-Brille. Dann werde ich jetzt den Salat vorbereiten, weil ich ja keine Würstchen habe. Mal Salat haben. Tada. Saatdinger. Da können wir heute nämlich weiter aussehen. Unser Gemüse. Da haben wir noch ganz viel, was wir aussehen müssen. Smurfy, komm raus hier. Hier ist nichts für dich. Hier ist das totale Chaos drin, denn hier war doch ein Wespennest letztes Jahr. Und dann habe ich hier immer alles nur reingeschmissen.
weil ich mich nicht mehr getraut habe, hier richtig reinzugehen. Ach, da ist auch noch ein Stuhl. Smurfy, komm mal raus hier. Komm. Hey. Ja, für ihn ist das hier total interessant drin. Raus. Was hast du da jetzt? Jetzt hat er sich was geklaut. Was hast du da? Oh, Kreide. Hast du da Kreide? Oh, warte. Ich krieg dich. Gibst du mir die Kreide? So, und dann pflanzen wir ja heute unsere Dinger um, die ich schon vorgezogen habe. Hier haben wir ganz viele von diesen Töpfen. Die hole ich schon mal raus. Und Blumenerde habe ich draußen. Ja. So, und hier sind Gartenhandschuhe und mein Werkzeug, aber irgendwie fehlt meine Schippe und so. Das wurde nicht ordnungsgemäß hier wieder eingeräumt. Und damit wird jetzt eine Schusswaffe gebaut. Das wird der Bernd gleich zeigen. Zeig mal das Rohr. Das muss man doch noch kürzer machen, oder? Kann sein, keine Ahnung. Sind wir mal gespannt. War der B1 Baumarkt auch so voll? Nö, der war schon leer. Und das müssen wir jetzt teilen, das Rohr. Wo ist denn die große? Zwei geholt. Okay. Welche Größe? Soll ich hier halten? Vorsicht, ja. Smurfy. Oh, das geht ja gut. Ich habe immer Angst, dass die Finger ab sind. Wir brauchen doch erstmal nur eins. Ja. Und dann will auch ein Schießding haben. Sie schießt sich dann ab. Bernd, hör auf, wir spielen auf die alte Holzwand, habe ich mir gedacht. Ich spiele auf dich. Wir spielen Häschen Calvino dann. Ich habe extra die Hartz-IV-Version genommen. Von den Handschuhen? Von die Leder. Und Smurfy will auch schießen. Ist das ein Unterschied, meinst du, die teuren oder die günstigen? Smurfy. Smurfy haut den so hoch und voll in Bernds Gesicht. Er will auch mitspielen, er ist traurig. Ja, aber er kann das nicht, der würde es nur kaputt beißen. Wann hast du das Smurfy letzte Mal... Smurfy hat seinen ganz eigenen. Ja, wann hast du das letzte Mal gebaut? Letzte Woche, heimlich. Nein, weiß ich nicht mehr. 2 Jahre? Naja, als Kind, ne? Ja. Ja, aber schon, vielleicht doch, das ist schon irgendwann. Keine Ahnung. Ein Feuchtklebeband. Müsste reichen. So, sieht das dann aus. Und dann macht man die Erbs hier rein. Nicht auf mich! Und dann? Wo schießt du jetzt hin? Guck! Vorsicht, der Hund! Boah. Oh oh. Jetzt will ich mal. Po. Bernd, hör auf, auf mich zu zielen. Das macht man nicht, Bernd. Guck mal, er schießt auf den Schuppen jetzt. Man darf aber nicht zu feste ziehen. Hast du gesehen, die Kugel? Nein, aber ich möchte aufhören. Gleich geht's nein, los. Nicht kaufen, Murphy, ey, nicht kaufen. Da kommt gleich richtig viel Wasser, da wird er sich erschrecken. Er will das Wasser beißen. Oh oh, jetzt geht's los. Echt? Hey, mach mal volle Pulle. Mach mal volle Pulle, da kommt gar nichts. So, Tropfen nur. Oben in der Mitte ist ein Loch. Ja. Ja, ich hab's halt immer abgemacht, dann kannst du es da reinschieben.
weil der Deckel so kacke wieder drauf geht. Smurfy, hör doch mal auf. Voll gemein, der Arme. Was macht er hier mit dir? Och, wie er jetzt guckt. Mal halten hier, dann kann ich. Arschloch, hätte ich gesagt. Dann sind die doch bestimmt zeitversetzt, wenn wir die jetzt nicht alle auf einmal pflanzen. Aber die das ist Paprika oder Tomate. Okay, aber die gehen ja kaputt, wenn wir die jetzt da drin lassen. Habe ich gelesen, aber gelesen? Stimmt, weil sie nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Mir ist egal. Mir auch. Du befiehlst wie immer. Ja. Smurfy, raus da. Smurfy, du bist fein. Er kennt man nicht. Der Mond. Direkt guten Abend sagen. Abend gut. Abend gut. Freiheit. Freiheit. Oh. Für die Tittis. Nein, nicht für die Tittis. Für uns. Wir gehen einkaufen. Im Dunkeln. Zu zweit. Zu zweit. Ohne Hund und ohne Kind. Hustend. Nein, nicht hustend. Schreiend. Na, aber wir denken, dass halt abends jetzt ist. Das ist traurig, Mut. 20 vor 8 und wir glauben, dass dann wenig los ist. Hoffen. Wenn nicht. Wenn nicht. Spuffen wir. Hast du deine Pistole dabei? Desinfektionsrüchter. Haben wir hier. Limetten. Bananen. Paprika habe ich nicht aufgeschrieben, aber können wir ja mitnehmen. Gemischte hier, gelb, also von den Farben oder einfach rote? Kostet ein Mix 1,99, ich mix den. Ja. Zwei? Ja. Jetzt auch Salat, Eisberg wolltest du, ne? Ja. Wir haben auch schon bessere Zeiten gesehen, oder? Dann nimm die doch mit zur Arbeit morgen. Die ist halber Preis, gibt's hier aber. Tiefkühlfrüchte. Mango magst du doch gerne im Shake, ne? Ja, Mango. Sauerkirschen ja, nicht so, ne? Nee. Wir haben aber sonst nur Himbeere. Also, nimm doch alle mit, die sie da haben. Das sind fast nur so neue. Du benutzt die ja sowieso immer. Die Nudelsuppen. Ja. Ach so. Dann kommt der Security von der Tür. Ja. Aber man merkt, es laufen immer mehr Menschen mit Mundschutz draußen rum. Vor 2 Wochen wurden wir noch ausgelacht. Ich habe es gelesen, gesundes Eis. Gestrudeltes Eis. Gestrudeltes Eis, ja. Das hier, ne? Das sieht voll lecker aus. Ja. Nicht oder vegan. Da ist nur Schrott drin. Mach Pistazieneis für Calvino. Nicht vegan. Nicht vegan. Aber Calvino ist Vegetarier. Aber guck mal, hier gibt es veganes Eis. Maracuja-Sorbet, schwarze Johannisbeere. Boah, alles Sorbet. Ja, Mango würde ich wohl essen. Also wir so viel, also wir haben keinen Platz im Eisfach. Kannst du auch nicht mitnehmen fürs Kind? Nein, wir haben keinen Platz im Eisfach. Ja, dann nimm doch mit. Nein, hast ja recht.
Alpro-Joghurt für unseren Pudding? Wenn dann ein. Ein. Weil zwei haben wir, ein haben wir noch. Er ist noch ganz verbümmelt, ne, vom Schlafen. Das darf man ihn nie so betatschen. Jawohl. Ist das aber schon nicht so, dann ist er mal Piss. Er ist jetzt ganz neugierig, was wir ihm mitgebracht haben. Da ist nichts für dich dabei. Die Heizung von 18 auf, boah, auf 7 war die. Echt jetzt? Auf 4,5. Hätte ich mit Ritze füllen? Ja, die schneide ich raus, wenn du möchtest. Balken sowas. Smurfy, das sind Radieschen, die magst du doch nicht, oder? Ich habe mich nicht entscheiden lassen. Ja, das stimmt. Kann ich mal ausziehen. Ach, Scheiße hier. Was? So was sagt man noch nicht. Die Früchte kommen ins Eisfach. Ja, wo? Da wo Platz ist, ne? So. Nochmal die Ostersachen. Was haben wir noch da? Was haben wir noch da? Ach, die eine Schulter ist auch noch gut. Ja. Nur die Ostersachen verstecken für das große Kind. Ja. Special Guest burnt. In the house. Ja, irgendwie. Ist ja morgen wohl kein Shake, ne? Wir haben nicht genug reife Bananen. Ja, deswegen sag ich ja. Ja. Das waren meine Limetten. Damit macht die Mama sich heute ein. Die heißt Caipirinha, damit ich happy bin. Fehler, E24. Schon wieder? Ja. Ja, schön. Wir sind ganz dunkel. Komm, jetzt sag auch, was du sagen wolltest. Ciao. Das Ding da zuckt schon. Die letzten Batterien. Hat dein Handy jetzt so geblitzt? Was denn? Der Speck in deinen Augen. Der Speck in meinen Augen? Ja, mein Speck in deinen Augen. Wir werden immer dicker. Ich nicht. Das stimmt. Bernd hat auch zugenommen. Kilo. Nein, du hattest, wie viel hast du zugenommen? Ja, ich habe schon wieder runter heute Morgen. Als du Nikotin aufgehört hast, wie viel hattest du zugenommen erst? 10 Kilo, 8 Kilo. Ja. Ja. Und ich habe jetzt 3 zugenommen. Enjoy your life. Ja, gut. Komm, reicht mit unserem Humor. Unseren Humor versteht nicht jeder. Ja, vor allem die Schlanken nicht. Hasenpfötchen. Das für dich? So, wir gehen jetzt in die Wanne und ihr kommt nicht mit. Ihr kommt nicht mit, genau. Ihr bleibt hier, da kommst du nicht rein. Wir wünschen euch einen schönen Abend oder Tag oder wann auch immer ihr dieses Video seht und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!